So, erstmal verkaufen. Dann nehme ich den nächsten Händler. Was kann ich für dich tun? In Achso, man Ordnung. kann ja stimmen. Geht nur einer zur gleichen Zeit. Ja, aber macht er nichts. 6 bringen die 3 Zacke. So. Ach doch, 6, okay. Ja. Ich noch was? Das merke ich mal. Raubtierknochen wolltest du doch haben, ne? Ich hab einen, ja. Ich hab auch einen. Geil. Weil es gibt da, ja, weiß ich nicht. Lass uns sie lieber aufheben, weil ob ich die später nutzen möchte, weiß ich nicht. Was nach Magie geht. So, das muss ich zählen. Geld habe ich 24. Ich habe einen Hackmanit. Ein dunkler Edelstein mit komplexen magischen Eigenschaften. Handwerker in Levant stellen aus diesem Material Zauberroben her. Den nehmen wir auch mal. Oh, das klingt gut. Ich habe 3 Mana-Steine jetzt. 4 Mana-Steine. Nice. Ich dachte, man muss die der hier geben, diese Alchemisten-Dame hier. Hallöchen. Kannst du mir Zaubern beibringen? Ich? Nee. Nee, das kannst du die. Um die Macht der Ma. Die heilige Mission und das Königreich Levant haben ihrerseits eigene. Hier ist der Plan. Hä? War das jetzt die Quest vom Schild? Nee, ne? Haben wir eine Alchemie-Ausrüstung? Nee, ne? Stimmt, die muss man ja auch noch kaufen. Hey, hör mal! Ich hab mal den Quest angenommen. Mana besorgen, ne? Oder? Kristallpulver herstellen. Da brauchen wir aber die Alchemie-Ausrüstung. Die konnte man irgendwo kaufen, bin ich mir sehr sicher. Ja, wahrscheinlich bei der Dame hier. Boah, ich muss mal kurz weg, mein Kater macht Terror. Okay. Schau, ja. Bis gleich, ja. Ja. Die 80 können wir verpacken. So. Und dann mache ich mir schnell Wasser und räume die Sachen auf.
Kann ich dir helfen? Boris, was meinst du? Können wir mal 10 Minuten Pause machen? Na klar. Der hat nämlich wieder seinen Spielanfall. Und wenn ich nicht mit ihm spiele, dann zerfleddert er mir die ganze Hütte. Alles klar. Ja, machen wir Pause. Alles gut. Dann geh ich mal Pipi machen und... Ja. Dann sag ich mal bis gleich, ja? Jo. Kann man ein bisschen verkaufen. So. Das behalte ich mal. Check. Das könnte man irgendwo herstellen. So. So. Gewicht. Ich eigentlich. Laterne und Laterne. Ah.
So. Bist du auch wieder da? Hallo. Sehr schön. Muss ja immer nachts machen, seine Spielanfälle. Ja. Oh. Naja. Natürlich, dann ist ja auch jemand da, der es mitkriegt. Ja. Ich sollte, glaube ich, mal unbedingt die Ausrüstung reparieren. Ich habe viel zu viel Essen bei, warum schleppe ich das mit? Ich packe das mal alles in die Truhe rein, was wir nicht so direkt brauchen, ne? Ja. Ob dieser Reiseproviant ewig hält? Der hält sehr lange, aber ewig nicht. Bei ein bisschen Salz, dann könnte ich den mitnehmen. Oder sein herstellen. Soll man erst ein Schild noch abgeben? Ja, unbedingt. Bei wem war der denn? Folge mir unauffällig. Das geht nicht, du rennst zu schnell. Oh, sorry. Oh, was ist denn hier? Hä? Ah, nichts. Jo. So, hier oben bei der netten Dame. Ach, da war das. Hier im Geländer hängt. Genau. Hallöchen. Ich Hallöchen. Habe unmöglich was für dich. Hey, hör mal. Hier. An Kuriositäten bin ich immer interessiert. Was hast du denn für mich? Ich habe nichts, das dich interessieren würde. Warte. Hä? Warte mal. Bis dann. Ich warte. Ich muss, glaube ich, das. Ich darf das nicht ausgerüstet haben. So. Hallöchen. Hey, hör mal. An Kuriositäten bin ich immer interessiert. Was hast du denn für mich? Echt nicht? Nö. Soll ich's mal probieren? Ja. Hey, hör mal. Tatsächlich könnte ich einen unerschrockenen Forschungsreisenden gebrauchen. Hab ich eventuell... Hier ist der Plan. Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Ach so, warte. Ich hatte die Quest gar nicht. Mal. Wurde die nicht geteilt? Oh. Hey, hör mal. Tatsächlich könnte ich einen unerschrockenen Hier ist der Du wirst ihn erkennen, grad. Wenn du ihn siehst. Perfekt. Hey, hör mal. Ich möchte arbeiten. Hör mal. Hier, ich habe diesen seltsamen Filz. Das gehört jetzt dir. Ah. 70 Silber. Bis Juhu. Dann. Cool. Warte, dann könnten wir uns ja. 70 habe ich gekriegt. Du hast 70 und ich habe 38. Dann können wir uns beide den Skill kaufen. Ja, wunderbar. Dann machen wir das. Klingt nach einem Plan. Hey, Luminium-Krill. Hallo. Guten Morgen. Bist du noch wach oder schon wieder? Ä-
Amber, mein Freund. Amber, so, mein Freund. Du musst mir erst das Geld geben. Achso, warte, Augenblick. Amber, mein Freund. Immer noch wach, ah. Wie viel brauchst du? 38, 12. 38, also 12, ne? 12, ja. Ich geb dir ein bisschen mehr. 20. Dankeschön. Amber, mein Freund. Ja, ich möchte das lernen. Hurra, sehr schön. Ich bin. Aber das ist kein Skill, ne? Kein aktiver zumindest. Nee, was ist das denn? Ist ein Passiv. Oder? Ja. Hä? Wir haben Haustiere? Was? Guck mal. Was zum. Was? Geh mal vorletzte Fertigkeit, obwohl deine Fertigkeiten sind runter. Das sind Haustiere. Fertigkeiten. Das ist ja geil. Was ist das denn für ein geiles Schweinchen hier? Fertigkeiten. Runter. Ich hab das nicht. Kosmetische Fähigkeiten habe ich. Ich glaube, das ist eine Erweiterung, hä? Das ist ja cool. Kann sein, ich weiß ja nicht. Und hier ist noch ein anderes. Ist es? Wo ist es denn? Nö, ist nicht da. Sehe ich auch nicht. Das ist in der Luft. Jetzt ist er da. Ui, das sieht ja. Das sieht ja auch. Das sieht ja geil aus. Ja, so ein Alien. Mega gut. So, sind wir jetzt echt besser geworden? Ich bin 2% langsamer, weil... Ja, ich habe maximal 125 Leben jetzt. Wo siehst du das? Auf dem dritten... Ach da, ja, sehe schon. 125 Euro. Ausdauer maximal 100 und Mana 0. So. Ups. Schnellstart. Das ist ja geil. Ah. Kämpft der eigentlich? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Ja, ich hoffe. Damit kämen. Oh, wäre nicht, nichts nützlich. Okay, dann würde ich sagen, mal eine Runde pennen gehen. Mhm. Oh, ich darf nicht okay sagen. Dann springt immer mein Handy an. Okay, Google. Ja, genau die Nummer. Achso, wie konnte man die Laterne dann nochmal auffüllen? Mit, du musst die Laterne und das Öl beides in das Crafting-Ding reintun und dann auf Herstellen gehen. Okay. Irgendwann mal. Nicht heute. Das wird eh schon spät. Abend. 19:14 Uhr. Ja, es geht wieder. Hä? Wo hast du denn jetzt die Uhrzeit her? Wenn du die Karte aufmachst, dann steht die da. Und Tag 7 haben wir schon. Ach da, eieiei. Neutrale Temperatur. Das sieht schön aus hier. Ich will auf das Segelschiff und damit wegfahren. Ey, ob wir zu diesem kaputten Schiff hin können? Ist das halb schon. Versunken, ne? Irgendwie kommt man da hin. Oh. Aber ich glaube, man muss aus der Stadt raus und dann außen rum. Oh, lass uns da hin. Ja, können wir machen. 100 Pro, das sind Schätze. Machen wir morgen. Genau.
Ja. Ich hab dir doch vorhin von einem Freund erzählt, der das Dark Souls und so gespielt hat. Ja, genau. Und genau. Das für ihn entspannender war als Dings, als Ark. Ja. Das ist Aluminium Kreator, der streamt auch. Der ist gerade bei mir im Chat. Ja, grüß dich, moin! Ja, Dark Souls. Also den ersten Teil fand ich mega genial. Den zweiten konnte ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Und Nummer 3, keine Ahnung. Ist auch so ein bisschen schwammig. Ich glaube, ich bin kein Souls-Spieler. Ich hab nur den dritten Mal angefangen. Und irgendwann war es mir dann zu doof. Ich bin, glaube ich, nicht, also ich bin nicht weit gekommen. Ich bin irgendwo immer bei so einem fetten Gegner, nicht mal so ein Endgegner, sondern so ein normaler fetter Gegner, bin ich die ganze Zeit gestorben. Ja, also wenn man da Pech hat, ne, und nicht rechtzeitig reagiert, dann ist es echt übel. Aber generell, wenn man so, auch bei den Bossen gerade ist mir aufgefallen, die haben immer ein festes Moveset, also immer das gleiche, was sie machen. Und wenn man das raus hat, finde ich, dann wird es eigentlich total einfach. Ja, das stimmt. Aber der Weg erstmal, um das rauszukriegen, da kostet schon ein paar Nerven. Ah, schön hier. Ja, man kann das natürlich auch alles googeln, glaube ich. Was für ein Ding? Du bist gerade googeln, ja. Also Aluminium Kreator gerade bei Dark Souls 3. Aber du spielst doch auch Bloodborne gerade, oder? Oh, ich muss mein Wasser auffüllen. Jo, lass uns das da hinten machen. Na, warte mal, sind die Fische wieder da? Das wäre. Jo. Dein komisches Alien-Kaninchen ist echt etwas merkwürdig. Ja, gib dem mal einen Namen. Alien Kaninchen klingt doof. Wie soll er heißen? Du darfst. Hugo. Echt jetzt? Ja, dann such dir einen anderen Namen aus. Das ist ja deiner. Nein, nein, mach du. Ja, dann Hugo. Ja, alles klar. Hugo. Ich bin gespannt, ob Hugo mitkämpft. Wenn nicht, dann hol ich das Schwein raus. So, ich denke mal, ich wäre startklar. Ich schau mal kurz. Hast du Verbände? Mein Gepäck? Ja, 4 Verbände habe ich noch. Ich habe 10 Pfeile. Ja. Schwertschild, Bogen habe ich dabei. Ein Giftlappen. Bisschen was zu essen. Mein Zelt, Kochtopf, Feuerholz. Ja, ich bin gut ausgestattet. Ich hab noch ein Geschenk für dich. Ganz viele Tees. Oh, lecker. Danke. Bitte. Den mache ich uns zum Abendbrot. Was für ein Ding? Zum Abendbrot mache ich den uns. Den Fisch. Achso, ich dachte schon Hugo. Nee, Hugo nicht. Okay. Wo ist er denn jetzt? Du hast ihn weggemacht. Also okay, der wechselt nicht direkt, deswegen. Also jetzt müsste Schweinchen wieder da sein. Ja. Wie heißt das jetzt? Sieht aus wie ein Günther, ne? Okay, Günther. Setz dich hin! Alles komm, klar. Günther, ab geht's. Der Name gefällt dir. Ja. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz was gucken. Hm. Ganz, ganz kurz. Er hat 25? Was kann ich für dich tun? Du hattest du noch so Raubtierknochen? Die habe ich in die Kiste gelegt.
guck mal, was die helle Bade kostet. Dann könnte ich vielleicht schon die große Axt herstellen. Kostet 25. Ist nicht wahr. Mir fehlt ein Silber. Das ist doch böse, ne? Guck mal, ein Silber. Okay. Lass uns los. Ich will jetzt nicht noch das Kräften anfangen. Ich hätte 8 Silber. 12 Silber. Ja, nee, behalt die mal. Bist du überhaupt? Ich bin vor dem Tor. Ach da. Ich stehe und warte. Können wir endlich los? Ja, warte kurz. Irgendwie konnte man die Holzsplitter herstellen. Ich bin mir nicht sicher wie. Irgendwas mit Holz und Schwert oder Klinge oder so? Nö. Heißen die Holzsplitter? Weil ich habe hier Holznägel. Ja, Holznägel, genau. So Nägel aus. Das meine ich. Brauchst du viermal Holz für? Ach so. Echt jetzt? Viermal Holz für 3 Nägel. Und Pfeile kannst du herstellen. Weißt du, ne? Wie denn? Ein Holz und ein Eisenschrott. Ergibt 3 Pfeile. Oh, das ist gut zu wissen. Ich habe alles Eisenschrott in die Kiste gelegt. Ja, Tito. Da müsste also 20 liegen bestimmt drin, ne? Sollen wir es noch machen? Ja, dann mach du doch dein Ding noch. Genau. Wenn du mir vielleicht noch ein Silber abgeben könntest. Ja, mach ich. Das wäre voll geil. Jetzt frage ich mich schon wieder, wo du bist. Hinter dir. Hä? Ach da. Wenn du nach oben guckst. Der grüne Punkt, ne? Jetzt ja, siehst du auch. Genau. Das ist tatsächlich ein Kompass, der fällt mir jetzt erst auf. Eieiei. Dankeschön. So, dann hole ich meine Pfeile noch. Sehr schön. Achso, im Stream bist du bei Bloodborne. Genau. DS3 spielst du. Was ist das? DS3? Ist das eine Erweiterung, oder? Dark Souls 3. Dark Souls? Achso, nee, Dark Souls 3 spielst du gerade für dich. Achso, und im Stream machst du den. Genau. Aber wenn man mal guckt, die Pfeile kosten auch nicht viel, ne? 2 Silber, 15 Stück. Achso, okay, das lohnt sich ja. Da lohnt sich der Weg ja fast gar nicht. Ja, doch schon. Aber ich sag mal, irgendwann haben wir genug Geld. Da kannst du die ja auch kaufen, so denke ich mal. Ich muss mal ein bisschen hier. Auch nur einmal Nägel, glaube ich. So. Ups, was habe ich dir hier hingelegt? Moin. Hi. So. Jetzt brauche ich Holz. Hast du noch einen Lappen? Einen Lappen habe ich noch. Geil. Und jetzt Pfeile, zapp und Holz. Ich habe aus Eisenschrott habe ich Eisenschrott gemacht. Okay. Boah, ich werde voll der Legolas hier. Legolas. Die ganzen Pfeilen. Kannst du mir das eine Leintuch noch geben? Ein Leintuch? Ja. Ich habe ein Leintuch? Ach, den Lappen meinst du? Ja, den Lappen. Den Giftlappen. Ich glaube, das heißt. Nee, heißt Leintuch, ja. Nee, nicht den Giftlappen. Ein Leintuch brauche ich. Das habe ich nicht. Okay, kann man das kaufen? Du kannst irgendein Kleidungsstück zerlegen. Ich weiß nicht, ob wir noch was haben.
Echt, man kann zerlegen? Aha. Ich hab kein Holz. Ich hab kein. Alles klar. Meine Kiste ist noch dreimal. Mach ich doch ein paar Holz nicht, ne? Könnt ihr irgendwie. Warte mal. Kann man die denn zerlegen? Einfach ein Kleidungsstück einfach nur so alleine in das Crafting-Ding rein. Ja. Ah, okay. Boah, Pfeile sind echt schwer. Ich nehme lieber nicht so viele Pfeile mit. Der ist aber klein, der Hammer. Aber der sieht cool aus. Guck mal. So, warte. 30 Pfeile reichen eigentlich. So. Oh, das sieht fies aus, ja. Dann lasse ich das Ding hier drinne. Wanderstein brauche ich auch noch nicht. Wackelreserve, okay. Und noch einmal. Okay, fertig. Okay, dann los. Es gibt bestimmt irgendeine. Oh, das Schwein fliegt. Echt jetzt? Ja. Das ist ein Ballon. Hui! Das sieht ja geil aus. Oh, herrlich. Dann schauen wir mal, ob wir zu dem Frachter kommen. Wrack. Also eigentlich müssten wir, wenn. Ich guck mal auf der Karte. Gibt's hier keine Gebietskarte? Okay, hier drin wohl nicht. Das heißt, wir müssen uns gleich eigentlich einfach nur links halten. Links halten? Doch, da geht eine Straße hin. Genau, einfach links, links, links. Ach du heiliger Bimbam. Aber da müssen wir also wahrscheinlich einmal durch dieses Banditenlager durch. Meinst du? Nee, das wäre auf der anderen Seite des Flusses. Ach, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hinkommt, oder? Also ich würde sagen, das ist ja hier eine Stadt unten im Südwesten. Ganz südwestliche Spitze. Da wo es so ein bisschen grau ist. Zu den uralten Ruinen willst du. Was? Wachtor? Nee, links. Ach, ganz die links. Festung. Die Festung Vendavel. Ich glaube, wir haben ein anderes. Wir haben unterschiedliche Schiffswracks angeguckt. Ich folg dir mal. Nee, ich hab mich verguckt. Ich dachte, wir sind in dieser Turm da unten. Also einfach nur nach Süden müssten wir. Richtig? Hä? Da, nee. Da kommt man doch gar nicht hin. Nee, da kommt man nicht nach hin. Der Karte. Nee, das ist abgeschnitten. Schade. Hm, okay. Dann gehen wir einfach. Weiß ich nicht. Ich folge dir einfach. Du folgst mir jetzt? Du willst doch zaubern lernen. Gehen wir doch einfach dahin. Ah, okay. Da, also in der Mitte zu dem. Ja. Wie heißt der? Kornfluchsgebirg. Genau. Ja, gut, machen wir das. Braucht man da Geld für? Wahrscheinlich schon, ne?
Wofür? Fürs Zaubern lernen. Keine Ahnung. Das habe ich nie probiert. Vorsicht, Vorsicht! Links! Wo? Links. Oh, Bandit. Anders links, okay. Hm? Wo? Da oben mit einer Hellebarde oder sowas. Ja, lass ihn platt machen. Ja. Das ist der Kumpel von dem anderen Idioten da. Das sind bestimmt die zwei, die uns das letzte Mal überfallen haben. Ja. Dein Schwein läuft hier. Ja. Ist mein Schwein da? Hilf. Echt? Schwein hat mit. Vorsicht, Vorsicht! Hier ist so ein ja, so ein Plättegeier. Ja. Ja, sehr schön. Boah, du machst so Schaden. Das Ding. Ja, da ist nur Essen drin. Nimm du das mal. Koch. Warte, der eine hatte eine Waffe. Mit 16 Schaden. Die brauchst du nicht mehr. Nee, nee, nee. Okay. Dann weiter. Okay. Also, wenn ein bisschen ausgestattet ist, dann geht's. Ja. Und auch wenn man zu zweit ist, dann geht's noch besser. Ja. Hä? Konntest du auch eben sammeln? Nö. Ich hab das Flickgeräusch doppelt gehört. Ich auch. Keine Ahnung, was das jetzt war. Okay. Haha. Die tue ich in die Suppe. Ja, das sind die guten Krabbenaugen, ne? Ja. Wie du immer sprintest. Ja, klar. Ich finde das cool, dass man wirklich schneller wird, wenn man leichter unterwegs ist. Und sobald du mehr Gepäck hast, schleppst du dir den ja, das ist echt gut gemacht. Ab. Schade, ich dachte, die sind Gegner. Schöne Landschaft ist. Mhm. Oh, die guten Krabbenaugen. Die guten. Da kann man bestimmt was voll Leckeres draus kochen, wenn man das kann. Ja, glaube ich auch. Also lauter Beschreibung kannst du daraus, ja, glaube ich, sowas wie Heiltränke machen. Aber da brauchst du wahrscheinlich Alchemisten-Ausrüstung dafür. Ja, auf jeden Fall. Das hier sieht ungesund aus. Aber sehr schön. Boah, guck dir das an. Ein komisches Fliegeschwein, das ist so witzig, wie es sich überhaupt bläst. Ui. Meinst du, kann man unbeschadet runterhüpfen? Probier's mal. Ich bleib oben und warte. Ja, passiert nichts. Das ist wieder so ein Vogel. Ich genieße gerade diese Farbveränderung vom Gras. Das sieht einfach geil aus, oder? Ja, so ein bisschen. Wie nennt man das, wenn man so Sachen sieht, wenn man Drogen genommen hat? Psychedelisch? Kann sein. Hm, ich weiß es nicht. Nicht ja. Kannst du den von hier treffen mit dem Bogen? Ich kann's mal probieren. Da hinten sind auch nochmal zwei Banditen. Warte, daneben. Bleib stehen, du Viech. Ja! Hab ihn. Treffer! Aber der peilt's nicht, ne? Oder? Doch, doch, er kommt. Jetzt rennt er weg. Jetzt haut er wieder ab. Ach. Jetzt rennt er zu den Banditen und er kommt. Nein! Ja! Kommt. Das wär's, ne? Jetzt in die Fänge der Banditen rennen. Geschichte. Sehr gut. Sind hier meine Pfeile auch oder so?
Wollen wir uns die Banditen erholen, oder? Können wir probieren. Vielleicht haben die was Gutes dabei. Ich würde sagen, du nimmst den linken und ich den rechten mit dem Schild. Weil ich mache ordentlich Wuchtschaden. Alles klar. Warte, ich muss noch mein Gepäck abschmeißen. So. Auf geht's. Ah, das kümmert den zweiten gar nicht. Das ist auch gut. Hui, mach ihn platt. Ja, sehr gut. Boah, nice. Das lief perfekt. Der hat 6 Pfeile dabei. Oh. Und ein bisschen Jackie. Warte mal, ich nehme nochmal meinen Rucksack mit. Ich habe immer Angst, ihn zu verlieren. Der andere wandert da oben noch immer hin und her. Der hat das gar nicht gereilt. Oh, der hat ein gutes Schild, oder? Der andere. Dann holen wir uns das. Warte. Ich lock ihn wieder zu mir, wenn er an dir vorbei rennt. Ja, pass mal auf. Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sieht so witzig aus, du mit deiner oberkörperfreien. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Der hat mich nicht gesehen, ne? Oh, der ist ausgewichen. Krass, das machen die? Ja, so eine Ninja-Rolle. Guck dir das an. Schön von hinten, gib ihm von hinten. Ja, ja. Ah, einmal noch. Viel verkraft ich nicht. Ah, okay. Sehr schön. Hast du zusammengekommen. Muss ich nur wieder meinen Rucksack finden. Hier ist er. Das ist mein Rucksack. Ah, der leuchtet hier rum. Oh, eiserner Streitkolben und Rundschild. Und 3 Pfeile, die stecken ihm im Nacken. Ah, guck mal, wer dann ist auch da. Guten Morgen. Hallo. So, warte. Der Streitkolben ist gut. Und der Schild auch, oder? Nice. Das ist ja. Okay. Das hier. Okay, dann esse ich das mal, bevor es ganz vergammelt. So, essen, trinken, können wir auch mal was. Oder, ne, erst nicht. Und, haben die guten Scheiß dabei? Ah, jetzt habe ich dein Schild aufgesammelt. Ja, nicht schlecht. Ich bin zufrieden mit der Beute. Warte mal, wo ist der? Achso. Der war ja fett. Ja, nice. Lass noch mal hinter dem Stein gucken. Muss ja einen Grund haben, warum die hier so rumpatrouillieren. Okay. Ja, damit wir sie überfallen können, natürlich. Oh, richtig. Ich glaube, da geht ein Weg hoch. Wollen wir den nehmen? Ja. Sieht ein bisschen abschüssig aus, aber... Das Schwein, ey. Krieg mir nicht ein. Oh, was war das? Ist da hinschwebt. Schwiebeschwein. Okay. Ah, warte mal. Da kommt man nicht hoch. Ich nehme mal die Machete doch mit. Kann ich nachher zerlegen. Kommt man nicht hoch? Oh, schade. Nee. Bist du jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Alter. Ja. Wie deine Haare halt aussehen, als hättest du so einen Puffhut auf. Das ist einfach deine Frisur. Was ist denn ein Puffhut? Keine Ahnung, das habe ich gerade erfunden. Aber ich stell mir das so vor, als ob das. Muss ich mal gucken. Ein Hut wäre, der so aussieht wie deine Haare. Es ist Heimatfreiheit, das ist echt ein Puffhut. Ja, okay. Heißt das echt so? Gibt's das? Puffhut? Puffhut? Ja? Ja, ich meine, es gibt ja auch Puffärmel. Dann gibt es auch einen bestimmten Puffhut. Ja, wahrscheinlich stimmt. Weißt du, wo wir hinlaufen? Ja. Gut. Wir suchen den einzig möglichen Weg hier hoch.
riesigen Berg zu erklimmen. Ah, halt, stopp, hier. Was ist da? Muss pinkeln. Achso. Steh hier am Baum. Komm weiter. Kannst du denn, wenn das Schwein zuguckt? Ja, ja. Oh, hier gibt's diesen Turm-Mip. Der macht doch. Was? Der macht Mana wieder voll oder so. Was hast du da eingesammelt? Das ist so eine Wurzel. Okay. Bauchiges Wurzelgemüse mit Mana wiederherstellenden Eigenschaften. Das ist genau das Richtige für mich, wenn ich immer mal zaubern kann. Ja, soll ich die geben? Nee, nicht jetzt. Du willst es nur nicht schleppen. Gehört das auch, kann das verfaulen? Jo. Okay, ich sammle es dazu. Ich muss mal einen Schluck trinken. Jo, gute Sache. Hier im Raum sind es gerade 26 Grad. Das ist schön. Schön kuschelig hier. Da hast du bestimmt unten links so eine Sonne. Unten links eine Sonne? Ja, wenn jetzt warm ist, wird da doch eine angezeigt. Ach so, ich meinte jetzt in echt, nicht im Spiel. Ja, meinte ich auch. Ah, okay. Oh, du verwirrst mich manchmal. Kannst du sagen, was du willst, das ist so. Ja, wieso soll es dir auch anders gehen als mir? Ich verwirre mich ja selbst. Meinst du das? Oh, guck mal, da sind zwei. Zwei. Das haben die sich jetzt gerade auch gedacht. Das. Guck mal, da sind zwei. Okay, versuch den einmal. Hey, ich bleib mal stehen, der kommt schon. Ja, ich schieß trotzdem mal. Ich kann stehen bleiben und angreifen. Oh, boah, voll die Ninjas. Ja. Ja, ich nehm den hintersten. Oh, ja, mach das mal. Oh, nehm erst mal beide. Hier, nimm meinen Rucksack, den kannst du haben. Warte, der eine ist weg. Oh. Ja, der ist auch weg. Oh, hier haben wir ein paar Kopfschmerzen verteilt. Oh, musst du ganz da runterfallen? Jetzt 7 Pfeile. Oh, bring die mit. Nee. Wieso nicht? Das ist mir zu viel Arbeit. Guck mal, ich müsste die aufsammeln und dann wieder mühselig mit Controller rausziehen aus dem Inventar. Nee. Ja, da hast du auch recht. Wo ist er hingefallen? Ach da. Was sind die? Okay. Der hat auch noch einen Trinkschlauch dabei gehabt. Apropos, wo ist mein Rucksack? Der ist runter, Rico. Oder? Vorsicht, da sind noch mal welche. Ja, aber hier ist mein Rucksack. Man doch gar keiner erzählen, was, aber das sind dieselben von eben. Jetzt gerade wieder gespawnt oder was? Unglaublich. Aber die waren einfach. Oh, halt, ich hab meine. Einen. Ah, egal. Sollen wir nochmal so machen? Ja, ja, so ungefähr. Oh. Oh! Aua, 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 ouch, ouch, ouch. So, einer ist weg. Der andere hat gerade schon Reichweite mit seinem Schwengelchen. Ja. Oh, Vorsicht! Aua, jetzt. Oh, oh, oh. Ich hab noch kein Leben mehr. Ja, er auch ist nicht. Weg. Oh, er hat's anstrengend. Ich habe meine Waffe mit meinem Rucksack abgeschmissen, meine Nachkampfwaffe, das war gut. Wir haben ganz schön viele Pfeile dabei, ne? Ja, alle von mir. Die habe ich ihnen gerade geschenkt. So, jetzt brauche ich mal jede Menge Heilung.
ich habe auch echt was abgekriegt. Hier. Was passiert eigentlich, wenn ich... Du hast nichts abgekriegt? Doch, ich habe auch ein bisschen was abgekriegt, habe ich gesagt. Ah, okay. Das beruhigt mich. Egal, ich esse es. Das ist gut für die Heilung. So. Was ist das aus? Hab ich noch was für dich? Ja, ich habe jetzt mehr Pfeile als ich. Okay. Ich habe mehr Pfeile jetzt als ich hatte, als wir los sind. Ja, durch den Loot, ne? Ja. Aber wenn die jetzt wieder da sind. Renne ich durch. Hast du einen Rucksack? Jo. Freie Bahn mit Marzipan, alle weg. Sehr schön. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Oh ja. Da unten ist irgendeine Ruine oder so. Oh jo. Da ist doch das Boot. Guck mal. Ja, doch. Das ist auf jeden Fall ein Boot. Im Ost. Im Südosten. Südosten. Ja. Im Südosten. Also müssten das wir bei den an diesem Hafen da vorbei. Genau. Und dann einfach dahinter. Ja. Aber lass uns erst Magie machen. Was ist hier? Hier ist wieder so eine Tulpe. So eine Magietulpe. Okay. Sieht aus, als ob hier was passieren könnte. Ich pflück hier erstmal Blumen. Hier sind nochmal 18 Pfeile für dich. Oh. Gut, dass ich 30 mitgenommen habe. Was ist das denn? Festvogelnest. Da waren drei Eier drin. War das gut, die mitzunehmen? Öl. Keine Ahnung. Ist ja nichts passiert. Noch nicht. Und hier sind die Pfeile. Die habe ich schon. Sie schon? Jetzt hier hoch weiter? Wahrscheinlich, oder? Ne, lass uns erstmal hier gucken. Ich glaube, da war was Witziges. Mana, eine Brücke. Das ist eine Tür. Oh, cool. Oder? Ja. So ein Eingang in den Berg. Jo, heldenhafter Pfad. Na, wollen wir rein, ne? Ja, wir sind ja Helden. Das ist genau unser Ding. Die Rächer der Enterbten. Ach du Heiliger. Ich glaube, die sind unfreundliche. Dann bringen wir den mal Manierenball. Ist das eine, oder? Ist das mehr? Ich lock den mal her, der da vorne steht. Oh, warte. Okay, zu spät. Mach mal. Okay, der hat ein paar Lebenspunkte mehr. Der macht Marie. Und zaubert auch noch. Los mit der. Versteckt sich hier im Wandteppich. Autsch. Der macht fiese Sachen. Oh, fuck. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich mach ihn von hinten platt. Wow. Er macht mich von vorne platt. Oh, wir haben's. Ah,
Geil. Eishexe, wie geht's? Ey, der hat eine Mütze für mich. Sehr geil. Was ist das denn? Jetzt ernsthaft? Das passt. Sieht gut aus. Ist das jetzt Wein, oder? Ich ja. glaube, ich habe schon wieder Übergewicht. Das ist mal ein anständiger Hut, oder? Jawohl. Oh, hol ich mir mal so einen Lachs rein. Mein letzter Heiler. Oh, ich habe eine bessere Laterne gefunden. Die Laterne ist Akrundas. Cool. Ja. Man daran was machen? Ich weiß, ich sollte mir hier mal kurz rasten. Weil ich schon vielleicht. Schlafsäcke. Kannst probieren, ja. Okay. Oh, da willst du vorher noch was kochen? Soll ich noch was kochen? Ups. Ich habe noch hier ein paar Eier, hätte ich. Bisschen Seetang. Paar Bärchen. Ich habe auch noch ganz viel gekochte Sachen zum Essen. Ich auch, also es müsste nicht sein, ne? Dann lassen wir es. Dann lassen wir das, okay. Geht nicht? Ach, jetzt. Ich schlaf mal in dem Schlafsack der Eishexe. Ja, mach das. Oh, Hinterhalt. Hinterhalt, 90%. Sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Bache halten. Ja. Ich mach mal zwei rein. Ich auch. Das muss eigentlich passen. Ja. Also 5 Stunden Schlaf und dann habe ich 2-2. So. Und eine reparieren. Okay, passt. Ich bin durstig. Ja, Tito. Okay. Das sieht wieder besser aus. Mana, dieser Hut macht Mana kostet minus 20%. Oh, das ist gut. Wenn du Mana hättest. Wenn jemand zaubern kann. Ja, richtig. Was machst du da? Ich schleiche. Siehst du das nicht? Achso, soll's ja auch nicht sein. Ich schleiche. Seil hinaufklettern. Ja. Schon, oder? Okay, mach mal. Ja. Oh, das ist was Großes. Siehst du das? Das Grüne. Ganz rechts. Ja. Soll ich das herlocken? Das kannst du nicht locken. Der macht Fernkampf. Da kommt auch ein roter. Ja, einer von denen macht auf jeden Fall Fernkampf. Der Grüne. Okay. Auf dich. Oh. Wow. Boah. Du dummes Ding, du. Der ist weg. Sehr schön. Kurz verstecken. Ich glaub, okay, der andere ich ist noch der rote. Der rote ist der, da. Der steht da vorne. Aber ich hab. Warte mal, mach nicht so schnell. Ich das hier noch mehr rumgammelt. Autsch! Eine Falle. Oh, Vorsicht, der rote kommt.
Aua, hallo? Oh nein. Fußball. Vorsicht. Aua, ich bin tot. Du musst regeln. Ungünstig. Ich glaube, es sieht mich nicht. Oh, ich bin vergiftet. Ich sehe dich auch nicht. Ich muss mich mal. Ich muss mich kurz heilen. Vergiftet, verdammt. Wieso bin ich vergiftet? Ja, von dem Grün. Du nimmst einen vollen Schaden pro Sekunde. Habe ich irgendwas gegen Gift? So eine grüne Flasche? Das ist gegen Gift. Schutz gegen Kälte? Nee. Okay, meine Tees bringen nichts. Ja, dann musst du mich ja aufhelfen. Dann kann ich dir welche killen. Ich versuch's. Er hat mich entdeckt. Jo. Er kommt links rum. Ist hinter dir. Aber du bist ja auch gleich tot. Oh. Knapp. So, los. Knapp. Ganz knapp. Hui. Lass mich. Hui. Nee, lauf in die andere Richtung. Lauf ja, zu mir. Ich versuch's ja. Ich wollte ja nur an ihm vorbei. Ich hieß auch. Drei Schläge vorbei. Aber ich bin schon wieder tot. Ey, auch. Oh, ey, auch. Sehr nice. Ui, das war knapp. Ich wäre fast an dem scheiß Gift. Oh, das, mein Gegengift ist im Rucksack. Hier ist mal wieder. Nee, ich brauch's nicht mehr. Okay. Ich hab mich erholt. Gerade so. Uff, ich hau mir mal so ein gekochtes Fleisch in die Wampe. Das heilt mich ein bisschen. Das ist Jerky, ne? Ne, gekochtes Fleisch hilft auch ein bisschen. Ah, okay. Das. Mana wiederherstellen, Ausdauer und Regeneration. Ah, die Falle ist noch aktiv. Ich hab's gehört. Zu gut. Ah. Ich dachte gerade, oh, ich schleich da so heimlich hin und Claudius ist gut. hat geklappt. Ah. Hier liegen übrigens noch, wo ich stehe, Pfeile von dir. Oh. Ach, das steckt hier im Stein. Nehme ich mal. Steckt da noch einer? Nee. Bist du hingekommen? Ja, von der Seite. Muss hier. Da ist noch was für dich drin, ne? Na toll. Nee, du wirst dich freuen drüber. Ja, aber ich muss erstmal überleben. Einfach nur dicht an der Lampe vorbei, ja, links rum. Ja, ja. Ja, 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 noch ein Steck. Ja. Noch ein Steck. Zack. Warte, ich tritt mal drauf und löse sie aus. Ach so, halten muss ich auch noch. Oh, nice. Zweiter Wasserschlauch. Wo ist eigentlich Günther hin? Hast du Günther gesehen? Der hat sich. Der ist geplatzt vor Aufregung. Ach, du bist das. Ich dachte, schreck mich doch nicht so. So. Wieso hab ich eigentlich Holz? Ich probier's wieder weg. Ach, dafür. Okay, sollen wir nochmal rasten hier? Auf jeden Fall, aber hast du dir mal die Statuen angeguckt? Mega gut. Die Statuen? Nee, hab ich noch nicht. Kann man hier überhaupt rasten? Oh, das ist ein Krake. Lecker, Kalamari. Und ein kleiner Saphir. Welcher kleiner Saphir? Aua, hier ist auch eine Falle. Ah ja, diesmal sehe ich sie sogar. Ja, ich habe sie zu spät gesehen. Oh, warte, ich helfe dir erstmal auf, bevor ich jetzt auch... Das ist nett von dir.
Aber ich höre die ganze Zeit auch. Kann es sein, dass die. Dass da irgendwo anders. Warum sind nicht so viele Hebel? Warum ziehst du einfach ein? Ja, das ist oh, hier gibt's in meiner Natur. Zum Glück habe ich dran gezogen. Ich glaube, der Rang hat damit nichts zu tun. Jetzt machen wir das bisschen Illusion nicht noch kaputt. Doch. Kann man hinaufklettern? Ich fand die Idee mit dem Rasten gar nicht mal so verkehrt. Ich bin auch total voll. Wir müssen mehr Proviant essen. Wieso hast du denn so viel? Ich habe noch so viel Platz. Weil ich den Kochtopf habe, der ist auch schwer. Du hast nur einen Schlafsack, ne? Ich habe ein Zelt. Hast du noch einen Schlafsack? Nee. Hast du den vergessen? Ja, vorne am Anfang. Toll. Also das ist doch nicht weit, du musst doch hier nur über das Seil. Nein, ich hab mir neun gemacht. Okay. Ich war dicker denn, hab mir neun gemacht. Alles klar. So. Die Pilzzelle bade. Kann die Zelle liegen? Nein. Guck mal, hier kann man runter. Sehe ich besser? 23? 16? Ah, das hier ist Schrott. Wo bist du hin? Ich bin runtergelaufen. Hier? Ja. Oh nein, nicht hier. Ich bin woanders, glaube ich. Scheiße. Ich bin auf der anderen Seite. Komm ich hier durch? Kann von hier nicht geöffnet ich werden. Ich habe nicht gefunden. Ich hab's gesehen. Komm mal wieder zurück. Ja. Guck mal nach rechts hier. Das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel, warte. Drück den mal. Und jetzt wieder raus. Nein. Achso, raus. Okay. Das ist ein fieser Krebs, der da ist. Wir sind ja fast tot. Eieiei. Ei, ei. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Wie geil war das? Bist du da runtergesprungen oder was? Ja, da kann man runter hier. Da kann man runterkraxeln. Über die Steine. Ich probiere das jetzt nicht aus. Die Tür ist ja jetzt offen. Ja. Ah, okay. Wollen wir erst hochfahren zum Pennen oder hier unten? Ich glaube, wenn wir hochfahren, haben wir nicht so viele Gegner. Ja, genau. Die hochklettern. Machen wir mal. Mhm. Wobei hier, mehr als auch, 90% ja. Geht eh nicht. Aber vielleicht 100. Ja. Sieht so. Man eigentlich, wenn man. Hier sieht man nicht, schade. Halt, Müdigkeit, maximale Gesundheit. Aber wie lange muss man denn schlafen für maximale Gesundheit? Keine Ahnung. So? Ja, ich habe 6-1-2 genommen. Wird schon passen. Okay. 10% ist ja nicht so viel. Da wird uns schon niemand überfallen jetzt, oder? Ja, kommt das Viech gleich die große Krabbe hoch. Die passt da nicht. Ah, okay. Ein Glück gehabt. Aber eins muss ich sagen, es sah mega geil aus, wie du da längs geflitzt bist. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ah, ich hab Durst. Ja, das hat aber echt wenig geheilt. Ich bin nicht mal halb voll, ein Drittel. Ich hau mir mal so einen Fleischeintopf rein. Bringt das jetzt was? Heilt der jetzt?
Nö. Ja, ich schmeiß mal was hin, das musst du essen. Den improvisierten Schlafsack? Achso, nee. Das Meeresfrikassee, das hört sich lecker an. Ja, ist das. Das ist auch sehr effektiv. Hier. Ach, ich dusel, jetzt habe ich das doppelt gegessen. Ne, es heilt mich aber nicht. Also das Maximale macht es aber nicht voll. Nee, aber wenn du mal auf den vierten Reiter gehst, hast du ja deine Effekte. Steht Gesundheit 2, stellt 0,25 Gesundheit pro Sekunde wieder her. Hält noch bei mir 580 Sekunden. Ah, okay. Naja, immerhin. Werden wir also jetzt dauerhaft generiert über Zeit. Ah, so. Ausdauer, genau. Okay. Das war. Und jetzt den großen Krebs? Ja, klar, los. Warte mal, ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt. Oh, was ist denn das? Stand dein Schwein im Weg? Ne, ich habe wieder Geistersteuerung hier. Ich glaube, das hängt manchmal mit der Verbindung zusammen. Was ist da? Verklettern bitte. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Hat sich wieder eingependelt. Soll ich mal so einen Stolperfall aufbauen? Die habe ich ja noch dabei. Oder wollen wir erstmal am rechts rum gucken? Komm auf. Was da noch so ist und dann. Gucken wir mal. Bei dem Fahrstuhl, ah ja. Den hast du ja runtergelassen. Genau. Hier hochgeholt. Oder hochgefahren, ich weiß gar nicht. Wo ist der jetzt? Ah, halt, der ist jetzt ganz oben. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, worauf das hinausläuft, ja. Wer geht hoch? Oh, okay. Geh ich mal. Weil da oben habe ich schon einen Schalter gesehen. Warte mal. Okay. Okay. Hier ist nichts. Geht's doch nicht weiter? Hier hinten müsste man auch noch einen Fahrstuhl hochschicken. Das ist wie so eine Brücke mit so einem Spalt dazwischen. Ich denke mal, der Fahrstuhl könnte diesen Spalt schließen. Ach so. Aber einen Hebel oder sonst irgendwas habe ich jetzt hier nicht. Aber ich habe hier unten auch nichts anderes mehr. Ich habe da eben noch einen Hebel gesehen in der zweiten Etage. Kannst du nochmal hochschicken? Mhm. Den Fahrstuhl? Ja, ich bin dabei. Ich habe mich hier gerade nochmal umgeguckt. Das war die Falle. Ah, was habe ich jetzt für einen Statuseffekt? Extreme Blutung, ja, das ist super. Er läuft. Uff. Okay, und jetzt bist du drauf? Ja. Warte mal, mach mal nix. Mhm. Oh, ist das Fenster hier? Hast du nicht. Das ist so eine Lampe. Hier liegen ganz viele Tote. Die sind nicht von uns, weil die sind nicht geplündert. Oh, ich habe wieder diese Verbindungsschwierigkeit. Okay, was haben wir denn hier? Aber ich habe doch von der Plattform
Bin ich überhaupt noch da? Ja, ich höre dich noch. Ey, meine Steuerung spinnt gerade voll. Ich drücke einmal nach links und hört gar nicht auf zu laufen. So, jetzt scheint es wieder zu gehen. Hä? Ah, jo, hier sind auch zwei Hebel. Alter, ich werde irre mit der Steuerung gleich. Wo stehst du eigentlich? Ich stehe unten bei den Hebeln. Ah ja, da unten. Okay. Geh mal. Achso, ich schick dir mal den Fahrstuhl runter. Ja. Ich habe einen Schlafsack aufgenommen, na wunderbar. Hopp, 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 hopp. Okay, ich bin drin. Okay. Warte, ich schick dich. Oh. Okay, das war der falsche. Okay, ich bin ganz oben. Achte mal drauf, ob hinten die Lücke jetzt zu ist. Welche Lücke? Wenn du einfach geradeaus durchrennst. Ah, ja, die ist jetzt. Nee, die ist nicht zu. Echt nicht? Nee. Okay. Bleib mal da, ich hab noch eine Idee. Aha. Aha. Ach, scheiße, hier ist eine Falle. Oh, Backe. Ich sehe hier auch noch. Ich sehe auch noch was mit zwei Hebeln. Ich glaube, jetzt ist es runtergefahren. Ja, das war der Fahrstuhl, den habe ich gerade geholt. Hat sich bei dir auch was bewegt? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist bei mir runtergefahren. Also, es hat sich so angehört. Okay. Ach, scheiße, die Falle. Ich bin gleich schon wieder tot.